Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 116 vom 26. Oktober 2018. Und an den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Ulf Burmeier und Philipp Hanse. Ganz herzlich willkommen. Ulf ist Jurist, für die Stammhörer natürlich eine selbstverständliche Information. Ich bin Journalist. Wir sagen das immer nochmal, weil natürlich immer auch noch ein paar Leute dazustoßen. Ganz herzlich willkommen. Wir kehren hier einmal in der Woche die politischen Ereignisse der zurückliegenden Woche zusammen, so sie uns denn interessieren und wir sie für relevant halten. Bevor wir mit unserem ersten Thema starten, noch ein kurzer Veranstaltungshinweis. Es gibt noch ein paar Tickets für unsere Lage live in Mainz. Findet ihr unter tickets.küchenstutt.io. Link findet ihr auch in den Shownotes. Genau. Und noch für diejenigen, die das nicht wissen, was das eigentlich bedeutet. Das bedeutet im Wesentlichen, Philipp und ich sitzen auf der Bühne und nehmen vor Publikum die Lage der Nation auf. Das heißt, ihr bekommt einen unmittelbaren Eindruck, wie das eigentlich entsteht, was ihr hier gerade hört. Und zum anderen gibt es nach der Show dann auch immer noch eine Art Publikumsgespräch. Da könnt ihr Fragen einreichen, die wir dann versuchen zu beantworten. Und ganz zum Schluss stehen wir zusammen mit unseren Hörerinnen und Hörern und sprechen über die Lage und was die Welt im Innersten zusammenhält. Unser erstes Thema ist der Kohleausstieg. Ganz wichtig, wir haben immer noch viele Kohlekraftwerke. Das Klima verlangt einen schnellen Ausstieg, das wissen wir mittlerweile auch. Die Regionen, in denen hierzulande aber noch Braunkohle vor allen Dingen abgebaut und verfeuert wird, die haben Angst um viele Jobs. Wir glauben, so schlimm wird es nicht. Werbung. Der Elektromobilität gehört sicher ein großer Teil der Zukunft. Das Elektroauto hat aber schon eine lange Geschichte. In der neuen sechsteiligen Podcast-Serie e-tron von Audi reist ihr ins 19. Jahrhundert zu den vergessenen Anfängen der E-Maschinen, aber auch nach China zu den neuesten E-Mobility-Trends. Ihr hört Experten, die über Entwicklung und Fertigung des ersten vollelektrischen Serienwagens aus dem Hause Audi berichten und ihr besucht Startups, die mit ihren Ideen das Fahren mit Strom revolutionieren wollen. In dieser Woche gehen die Folgen 5 und 6 online. In Folge 5 geht es um Mikromobilität. Immer mehr Menschen kurven ja mit elektrischen Einrädern, E-Rollern oder E-Skateboards durch die Großstädte. Audi hat deshalb den E-Scooter entwickelt, eine Mischung aus Skateboard und Motorroller angetrieben mit Elektromotoren. Was die große, komplexe Welt der Automobilindustrie von einem solchen kleinen elektrischen Alltagsbegleiter lernen kann, hört ihr in der 5. Folge der Podcast-Serie. Folge 6 folgt den Klängen. Ab Juli 2019 müssen Elektroautos in der EU ja Geräusche produzieren, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber wie sollen die klingen? In dieser Episode erfahrt ihr, wie der Sound des Audi e-tron entsteht und wie der E-Auto-Sound den Klang der Welt und damit unsere Wahrnehmung verändert. Außerdem geht's nach China, wo unsere Zukunft der Elektromobilität schon Realität ist. Das alles in der 6. Podcast-Episode. Ihr findet die gesamte e-tron-Podcast-Serie bei audi.de/e-tron-podcast, bei iTunes oder eben überall dort, wo ihr euch eure Podcasts besorgt. Hört's euch einfach mal an. Werbung. In dieser Woche hat sich die Kohlekommission, die offiziell heißt Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, aber eben häufig nur Kohlekommission genannt wird, getroffen. Und sie soll möglichst bis Ende dieses Jahres Vorschläge für einen Ausstieg aus der Braunkohleförderung und vor allem der Braunkohleverfeuerung entwickeln. Mitglieder dieser Kommission sind Wissenschaftler, Politiker und Aktivisten. Und Philipp, jetzt sind so die ersten Informationen durchgesickert, worüber die Kommission spricht und was sie für Pläne entwickelt. Und genau, also gestern hat sich die Kohlekommission getroffen in Berlin und hat einen Zwischenbericht beschlossen, 37 Seiten. Du hast die Ziele angesprochen, also Ausstieg bis Ende des Jahres. Wie soll das gehen? In diesem Zwischenbericht gibt es noch kein Ausstiegsdatum. Es gibt noch kein Preisschild, was das Ganze kosten wird, vor allen Dingen, was halt in diesen Regionen ausgegeben werden soll, um mal diesen Strukturwandel verträglich zu gestalten, sondern in diesem Zwischenbericht wird jetzt erstmal nur geklärt, was könnten wir denn machen, um diesen betroffenen Regionen die Strukturwandel zu erleichtern und welche Maßnahmen könnten wir uns als Kohlekommission dafür vorstellen. Genau, und wichtig ist dabei, das ist jetzt noch nicht der endgültige Bericht der Kohlekommission, das ist ein Leak, ja, 37 Seiten haben da irgendwie so den Weg zu dem einen oder anderen Journalisten gefunden. Man muss also abwarten, wie sich das noch weiterentwickelt, aber immerhin gibt es doch einen gewissen Hinweis, in welche Richtung die Kohlekommission denkt. Einer der zentralen Punkte beim Kohleausstieg, der, Philipp hat es in der Anmoderation gesagt, zur Senkung der CO2-Emissionen wahrscheinlich auf Dauer jedenfalls alternativlos ist, ein zentraler Punkt bei diesem Kohleausstieg
Kohleausstieg sind die Arbeitsplätze, die da betroffen sind. Es gibt natürlich zum einen Menschen, die arbeiten im Braunkohlenbergbau, sitzen auf dem Bagger oder fahren LKWs oder so. Und es gibt dann die Menschen, die in den Kraftwerken arbeiten. 20.000 Arbeitsplätze gelten als direkt bedroht. Das steht auch in diesem Bericht. Ja. Da ist so ein analytischer Teil mit drin. Ne? Und da steht eben auch 20.000 seien direkt bedroht. Genau. Und indirekt sollen es sogar 60.000 Jobs sein, weil eben das natürlich noch irgendwie Unterstützungsindustrien gibt oder keine Zulieferer Ahnung. Und Zulieferer, sowas in der Richtung. Die Frage ist aber, Philipp, wie relevant sind denn diese Zahlen? Klingt ja erstmal nach viel, 20.000 direkt, 60.000 indirekt. Das klingt ja nach Massenarbeitslosigkeit im Revier. Genau, klingt nach Massenarbeitslosigkeit im Revier. In diesem Bericht stehen zumindest laut Taz aber zwei, drei interessante Zahlen drin. Nämlich, es gibt ja diese drei Reviere, Rheinisches Revier, Mitteldeutsches Revier und die Lausitz, wo es der Lausitz besonders schwierig fällt, weil da besonders viel an der Kohle hängt. Aber, und das steht laut Taz, wie gesagt, auch in diesem Zwischenbericht, im Rheinischen Revier machen diese Pi mal Daumen 60.000 Job insgesamt über diese drei Reviere. Im Rheinischen Revier hängen nur 1,2% der Erwerbstätigen an der Braunkohle. 1,2%, also nur so grob jeder 90. Und in der Lausitz dann 2%, weil die halt ein bisschen abhängiger sind von der Kohle. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das überraschend wenig. Das finde ich ehrlich gesagt auch, denn wenn man sich mal anschaut, wie jetzt auch im Kontext der möglichen Abholzung des Hambacher Forsts immer von den Tagebauarbeitsplätzen die Rede war, da entstand, ohne dass das jemand mal in dieser Deutlichkeit gesagt hätte, ne, aber da entstand für mich immer der Eindruck, da geht quasi das Licht aus. Ja, da werden ganze Reviere werden da abgewickelt, Regionen fallen in Armut. Und wenn man sich das jetzt mal überlegt, 1-2%, ich will damit nicht in Abrede stellen, dass das für den Einzelnen, Nein. der seinen Arbeitsplatz verliert, natürlich bitter. Darüber ist, reden wir ja auch noch, klar. Was man da machen ja, kann. Was man da machen kann, darum geht es gleich. Aber man muss doch sagen, gesamtgesellschaftlich sind die Folgen dann auf jeden Fall zu stemmen. Mal ganz ehrlich, 1-2%, das sind auch natürliche Fluktuationen im Zuge von Konjunkturentwicklung. Also das scheint mir jetzt einfach nicht so das ausschlaggebende Argument zu sein. Ja, zumal man auch sagen muss, wie gesagt, das Enddatum steht noch nicht fest, aber es wird, das steht glaube ich schon fest, ein jahrelanger Umstieg sein. Das wird nicht von heute auf morgen alle Kohlekraftwerke stillgelegt, wir fördern nichts mehr, sondern das wird ein jahrelanger Umstieg sein und die Leute werden älter, da werden viele in Rente gehen. Viele wissen mit der Perspektive, der Ausstieg steht vor der Tür, werden sich vielleicht in anderen Industrien und Branchen eher Ausbildungsplätze suchen. Also das, glaube ich, lässt sich abfedern. In diesem Zwischenbericht steht jetzt so mal ganz grob die Ziele drin, die halt erreicht werden sollen. Keine Strukturbrüche, ja, wie beschrieben. Es soll keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Es sollen bestehende Wertschöpfungsketten erhalten werden, die regionalen Besonderheiten sollen beachtet werden und es soll eine finanzielle Absicherung eben geben. Was heißt das jetzt konkret? Ja, also in Maßnahmen, die da aufgeschlüsselt sind, um eben diesen Regionen zu helfen, falls dort und wenn dort Jobs in Kohleverfeuerung, in der Braunkohletageabbau verloren gehen. Also das sind eben so klassische Infrastrukturmaßnahmen. Es sollen Bundesbehörden in diese Regionen verlagert werden. Die sollen vorrangig mit dem nächsten Mobilfunkstandard 5G ausgestattet werden. Es soll in Infrastruktur investiert werden, wie die A13 zwischen Berlin und Dresden soll ausgebaut werden. Es sollen neue Gleise gebaut werden. Rund um Leipzig soll vielleicht eine bessere S-Bahn entstehen. Also in Torgau soll es einen Glascampus geben, um die Glasindustrie zu unterstützen. Also das sind sozusagen, und es soll Forschungsinstitute verlagert werden. Fraunhofer-Institut soll in den mitteldeutschen Standorten ein Institut gründen, vielleicht zur stofflichen Nutzung der Braunkohle. Stoffliche Nutzung, was auf Deutsch viel heißt, wie nicht verbrennen, sondern die Braunkohle genau. als solche als Rohmaterial verwenden. Genau, Klagemöglichkeiten gegen diese Infrastrukturmaßnahmen für Schiene und Straße sollen eingeschränkt werden. Es soll nur noch eine Instanz dafür geben. Das gab es auch schon mal nach der Einheit bei diesen Verkehrsprojekten Deutsche Einheit, um eben diese Infrastrukturmaßnahmen schneller zu bewältigen. Also das sind, glaube ich, sinnvolle Maßnahmen. Das klingt doch jedenfalls so, ja. als wenn man da unterm Strich relativ leicht ähnlich viel Arbeitsplätze neu schaffen kann, wie verloren gehen. Jedenfalls, wenn man das halbwegs zeitlich so. Irgendwie koordiniert. Also ich finde es erstmal prinzipiell gut, da nicht einfach nur Geld auszuschütten, sondern das sagen wir auch bei jeder Gelegenheit, was soll man mit Steuergeld machen, wenn es über ist. Ja. Infrastruktur ausbauen ist immer eine gute Idee. Ich fürchte halt nur, was heißt fürchte, aber ich weise halt nur darauf hin, ne, Stichwort, wir haben letztens über den Paradigmenwechsel beim Schienenausbau gesprochen. Das ist natürlich immer so ein klassisches Prinzip, nachdem bisher Schienen in Deutschland gebaut wurden. Da gibt es halt eine Region, da fällt was weg. Also was machen wir? Bauen Schienen, damit die Lokalpolitiker ruhig sind. Also bauen wir jetzt mal noch ein neues Gleis da in die Lausitz. Ich hoffe nur, dass das
einigermaßen geplant gemacht wird. Erstmal denkt man, jede Schiene ist eine gute Schiene, aber ja, wenn man halt, sagen wir mal, langfristig einen Paradigmenwechsel hinkriegen will, wo wir sagen, wir haben eine Vision eines Fahrplans und danach bauen wir die Schienen, hoffen wir mal, dass das, was da jetzt an Schienen gebaut wird, dem nicht im Wege steht. Aber erstmal würde ich sagen, Infrastruktur gut, Internetausbau gut, Forschung investieren, immer gut. Und klassischerweise hat auch Bayern von diesen Prinzipien, von diesen föderalen, sagen wir mal, Förderprinzipien ja durchaus profitiert. Da wurden dann in kleinen Städten irgendwelche Unis und Fachhochschulen angesiedelt und Behörden angesiedelt. Und das hat, glaube ich, auch zu so einer, zum föderalen Strukturwandel durchaus beigetragen. Also der Freistaat Bayern ist ja, wie man weiß, heutzutage relativ finanzstark und das ist nicht vom Himmel gefallen. Das war in den 50er Jahren Agrarstaat, der im Grunde am Tropf des Ruhrgebiets hing. Ne? Heute haben sich da die Verhältnisse so ein bisschen umgekehrt und das zeigt sehr deutlich, dass man mit Strukturpolitik eine ganze Menge erreichen kann. Und insofern denke ich auch, da gibt es große Chancen für die betroffenen Regionen. Ich glaube, das ist jetzt letztlich auch eine Frage der inneren Einstellung. Wenn man natürlich jetzt quasi, ich sag mal, strukturkonservativ im wahrsten Sinne des Wortes denkt und sagt, wir haben hier Braunkohle und die fördern wir jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, dann geht es natürlich nicht aufwärts. Ne? Man muss jetzt sich im Grunde bewusst für diesen Strukturwandel entscheiden und sagen, wir nehmen diese Herausforderung an, wir klammern uns nicht an die Braunkohle, sondern wir sind uns darüber im Klaren, die wird auslaufen und von uns aus auch innerhalb eines 10-Jahres-Plans, Hauptsache wir schaffen es, diese wegfallenden Arbeitsplätze irgendwie aufzufangen und die Struktur zu stärken und ich glaube, dann können diese Reviere in einigen Jahren deutlich besser dastehen als heute. Und ich glaube auch, das, was ich so von ostdeutschen Ministerpräsidenten gehört habe, ich habe auch mal mit ein paar Bürgermeistern aus der Region telefoniert, ich habe davon keinem gehört, das geht nicht, wir brauchen für immer Braunkohle, sondern nein, was die natürlich, denen ist das natürlich völlig klar, was die natürlich verständlicherweise fordern, ist Geld, ja, Hilfe, Unterstützung, klar, um diesen Strukturwandel zu bewältigen. Das, so. Und das kann ist man völlig verstehen nachvollziehbar. Ne? Ja. Das muss auch so sein. Und da soll der Bund, da sollen wir alle auch für Geld ausgeben. Das kostet einfach Geld. Und das ist völlig okay. Das ist einfach so. Genau. Finde ich auch völlig legitim. Da einige Milliarden wird das sicherlich kosten. Aber genau. Das gilt ja für den Umbau der Wirtschaft auf eine möglichst CO2-neutrale Wirtschaft generell. Das wird alles eine Menge Geld kosten, aber auf der anderen Seite sind damit auch viele Chancen verbunden, weil eben neue Wirtschaftszweige entstehen und das Ganze ja auch das Potenzial birgt, dass man weltweit zum Vorreiter wird. Ne? Das ist wiederum ein Schlagwort, das wir auch gleich bei unserem nächsten Thema, denke ich, immer im Hinterkopf haben müssen. Klimawandel zu bekämpfen ist auch eine große Chance, wenn man nämlich moderne Technologien entwickelt, die dann vielleicht auch auf dem Weltmarkt besonders konkurrenzfähig sind. Wir haben also, diese Strukturmaßnahmen haben wir jetzt genannt, die wurden da skizziert. Ich denke, da gibt es auch relativ wenig Streit darüber. Das macht durchaus Sinn. Es gibt da noch zwei harte Nüsse, die offen geblieben sind und in den nächsten 2 Monaten eigentlich, 1,5 eigentlich schon beantwortet werden müssen. Das erste ist das Ausstiegsdatum. Ja, da hatte die SZ ja schon gemeldet, dass sich die Kohlekommission geeinigt habe auf ein Datum 2035 bis 2038. Ja, die hat das nicht gemeldet, dass sie sich geeinigt hätten, aber das wurde so in der Kohlekommission wurde sei das so gemunkelt, mehr oder weniger irgendwie das. So, genau, ne? Aber da muss man sagen, ganz so weit sind sie wohl noch nicht. Jedenfalls haben wir mal mit Greenpeace gesprochen. Mit Martin Kaiser, der für Greenpeace in der Kohlekommission sitzt. Der uns gesagt hat, das Datum steht eben noch nicht fest, da gibt es natürlich Diskussionen, aber das Datum soll möglichst bis Anfang Dezember festgelegt werden und da muss man sagen, gerade mit Blick auf die Infrastrukturmaßnahmen ist das natürlich ganz zentral. Es braucht eine Deadline, damit diese ganzen anderen Maßnahmen dann auch mit dem notwendigen politischen Druck durchgezogen werden. Aber aus der Perspektive des CO2-Ausstoßes ist das reine Enddatum nicht das zentrale. Nee, das ist auch ein ganz interessantes Fakt, was immer häufig unter den Tisch fällt, finde ich, ist, dass das, ob es jetzt das Enddatum nun 2025 oder 2035 ist, sagen wir mal, noch nicht die richtige Antwort. Denn wir haben das ja auch in der letzten Lage gesagt, es kommt eigentlich auf das CO2-Budget an. Also wie viel Tonnen, ja, CO2 stoßen deutsche Kohlekraftwerke noch aus? Wie viel dürfen die noch ausstoßen? Ja. Und da ist dieses Enddatum eben nur ein Faktor. Viel wichtiger und genauso wichtig ist, wann geht es los und wie schnell werden wie viel dieser Kessel und Kohlekraftwerke wirklich abgeschaltet, weil es macht einen Riesenunterschied, ob jetzt sofort die meisten und großen Kohlekraftwerke vom Netz gehen und das letzte dann vielleicht noch bis 2035 weiterläuft oder ob jetzt erstmal 10 Jahre nichts passiert und dann vielleicht die letzten 2030 schon abgeschaltet werden. Es kann sein, obwohl das Enddatum da früher ist, dass am Ende mehr CO2 ausgestoßen wird und darüber wird es also auch noch gehen. Und interessanterweise kam jetzt hier diese Woche noch eine Studie von Climate
Climate Analytics heißt das, so eine Expertengruppe, die haben eine Studie vorgestellt, die da zum Schluss kommt, wenn wir dieses viel zitierte 1,5-Grad-Ziel noch erreichen wollen, dann muss also bis 2030, also in den nächsten 12 Jahren, alle deutschen Kohlekraftwerke vom Netz sein und bis 2020 müssten eben schon, also in den nächsten 2 Jahren, 16 Gigawatt, also etwa 30 Kraftwerksblöcke stillgelegt werden. Also das zeigt, da muss eigentlich zumindest nach diesen Erkenntnissen schnell und sehr massiv gehandelt werden. Und wie siehst du denn das, Philipp? Zeichnet sich das ab in der Kohlekommission? Naja, also die Ministerpräsidenten sagen schon, Brandenburgs Ministerpräsident speziell sagt, also 2030 Enddatum, das ist keine Verhandlungsgrundlage. Nicht. Weil das ist zu schnell. Zu schnell. Das kriegen wir nicht hin. Aber das sind doch noch mehr als 10 Jahre. Ja. Also ich meine, klar, das ist natürlich Verhandlung, ne? Das ist wie bei vielen Verhandlungen, auch beim Brexit, du wartest mit den harten Fragen bis zum Schluss und dann gibt es Nachtsitzungen und dann wird gefeilscht und verhandelt und da ist schwer abzusehen, was dabei rumkommt. Dasselbe gilt fürs Geld, ne? Wir haben natürlich auch gesagt, das Ganze wird viel, viel Geld kosten, Autobahnen bauen, Schienen bauen, Unterstützungsmaßnahmen etc. hier und da. Da steht in dem Bericht auch noch nicht viel drin, nur dass diese 1,5 Milliarden Euro bis 2021, also in den nächsten 3 Jahren für diesen Strukturwandel in den Regionen bereitgestellt werden. Das steht aber auch schon im Koalitionsvertrag, das ist nichts Neues. Nur um mal so eine Zahl dagegen zu halten, die Ministerpräsidenten fordern 60 Milliarden. 60 Milliarden. Genau, das Vierfache, das 40-fache, genau, 40-fache von dem. Also, wie gesagt, diese beiden Fragen sind noch offen, da wird noch heiß diskutiert, das sind ganz zentrale Fragen, aber dieser Zwischenbericht, denke ich, ist da schon mal ein wichtiger Schritt, um anzudeuten, wohin die Reise geht. Zu unserem nächsten bleiben Thema. Bleiben beim Klima. Wir bleiben, ja, Klima, Jein. Schrägstrich, eigentlich bleiben wir eher, da müssen wir wirklich mal aufpassen, dass wir differenzieren. Wenn wir über die Braunkohle sprechen, geht es ja primär um Kohlenstoffdioxid, Klimawandel, Erwärmung der Erdatmosphäre. Jetzt kommen wir zum Thema Diesel, den dreckigen Dieseln, die natürlich auch CO2 ausstoßen, aber das ist bei den Dieseln nicht das zentrale Problem, weil sie ja in der Tendenz sogar eher weniger CO2 ausstoßen pro gefahrenen Kilometer als Benziner. Bei den Dieseln ist das große Problem Stickoxide. Ja, da gab es in dieser Woche die Meldung, dass Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, Fahrverbote in Frankfurt am Main per Gesetz vermeiden will. Eigentlich gilt für Stickoxid ein europaweiter Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Merkel überlegt jetzt, das Bundesemissionsschutzgesetz so zu ändern, dass 50 Mikrogramm zulässig sein sollen. Und da muss man, das muss man vor dem Hintergrund nochmal sehen, sonntags sind Wahlen in Hessen. Ja, dort ist die CDU im freien Fall, obwohl die eigentlich nach allgemeiner Auffassung mit den Grünen zusammen da einen guten Job machen. Die Grünen gehen durch die Decke, aber die CDU ist im freien Fall. Jetzt gibt es natürlich eine große Stadt in Hessen, das ist Frankfurt am Main. Und auch für Frankfurt am Main hat ein Gericht beschlossen, da müssen Fahrverbote verhängt werden. Betrifft 100.000 Diesel-User, die auch nach Frankfurt pendeln und dort wohnen. Aber, das ist so ein kleiner Wermutstropfen, Frankfurt zählt nun ausgerechnet nicht zu diesen 14 besonders belasteten Städten, wie die Bundesregierung nennt, in denen halt diese ganzen jetzt mehr oder weniger angedeuteten, versprochenen, zugesagten Maßnahmen ergreifen werden, wie Umtauschprämien und wie Nachrüstungsangebote, um Fahrverboten zu entgehen. Das heißt, da steht Frankfurt so ein bisschen nackt da, weil Frankfurt bisher zumindest nicht über diese 50 Mikrogramm pro Kubikmeter rübergekommen ist, sondern so knapp unter diesen 50 Mikrogramm lag, wodurch sie eben nicht zu diesen besonders belasteten Städten zählt. Und da hat Volker Bouffier, der Ministerpräsident in Hessen, dann doch bei Merkel angeklopft und gesagt, hey, da müsst ihr irgendwas machen. Wir stehen hier mit dem Rücken zur Wand. Unserem Wahlkampf. Ja. Da drohen Fahrverbote und wir zählen nicht mal zu den besonders belasteten Städten und hier drohen Fahrverbote und ihr müsst irgendwas machen. Also man muss natürlich da immer dazu sagen, diese Geschichte mit den 14 besonders belasteten Städten, das ist natürlich alles Wischiwaschi. Das ist eine politische Absichtserklärung. Da gibt es einfach leider Gottes überhaupt keine Handhabe und die Bundesregierung hat da die Automobilindustrie, muss man so offen sagen, einfach weitestgehend mit Samthandschuhen angepackt oder im Grunde komplett. Also wirkliche harte, bindende Vereinbarung gibt es einfach nicht. Bei den 14 Städten soll etwas mehr getan werden für die Dieselkäuferinnen und Käufer als sonst im Rest der Republik, aber wirklich klare Grundlagen gibt es da auch nicht. Sind Absichtserklärungen. Genau, aber trotzdem, dazu gehört Frankfurt am Main. Genau, und sie haben halt, das muss ich auch nochmal sagen, sie haben sozusagen so ein intern haben die sich so eine Art Puffersystem gebaut. Der Grenzwert ist bei 40 Mikrogramm. Sie sagen ja, aber wenn man jetzt bis 50 geht, dann ist es auch nicht so schlimm. Nur über 50 sind die besonders belasteten Städte. Ja, genau, und das haben wir uns jetzt mal so ein bisschen rechtlich angeschaut. Wie gesagt,
Kanzlerin Angela Merkel möchte das deutsche Bundesemissionsschutzgesetz ändern, sodass Fahrverbote bei Überschreitung um 10 Mikrogramm unverhältnismäßig sind. Also diese Pufferzone. Diese Pufferzone, ne? Die will sie jetzt quasi noch gesetzlich festschreiben. Und da haben wir uns jetzt mal die Frage gestellt, was ist denn eigentlich mit EU-Recht? Und dazu hat das Bundesverwaltungsgericht bereits etwas gesagt. Wir haben das in den vergangenen Monaten mehrfach berichtet. Da gab es nämlich schon eine Entscheidung, die sich beschäftigt hat mit Fahrverboten in Stuttgart und ich glaube, das andere war Düsseldorf. Und hat sich insbesondere auch mit der Frage auseinandergesetzt, was sagt denn das Europarecht und wie steht es denn mit der Verhältnismäßigkeit? Und wenn man das mal nachliest, dann ist es so, dass sowohl deutsches Recht als auch das Recht der Europäischen Union dazu verpflichten, Überschreitungen der seit dem 1. Januar 2010 geltenden Grenzwerte für Stickoxide so kurz wie möglich zu halten. Mit anderen Worten, ist nicht ein bisschen Überschreitung ist nicht so schlimm, sondern die Rechtslage ist eindeutig und auch europarechtlich vorgegeben. Diese Überschreitungen müssen so kurz wie möglich gehalten werden und die Mittel dazu sind Maßnahmen, die in Luftreinhalteplänen festgehalten sind. Vom Luftreinhalteplan aus Berlin war vor zwei Wochen mal die Rede, als wir eine Entscheidung vom Verwaltungsgericht Berlin vorgestellt haben. Das Bundesrecht, so schreibt das Bundesverwaltungsgericht, also deutsches Recht, lässt Dieselverbote eigentlich gar nicht zu. Das deutsche Recht kennt nämlich nur diese Plakettenregelung Rot, Gelb, Grün. Kennen wir alle, da geht es ja eigentlich eher um Feinstaub als um Emissionen. Aber, so das Bundesverwaltungsgericht, Europarecht sticht nationales Recht. Man nennt das den Anwendungsvorrang des Europarechts. Mit anderen Worten, die Grenzwerte kommen aus Europa und natürlich ist auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Unionsrecht verankert. Aber wenn deutsches Recht verhindert, dass wirklich wirksame Maßnahmen getroffen werden, dann bleibt deutsches Recht eben unangewendet und das ist jetzt schon so. Das heißt also, selbst wenn Angela Merkel gar nichts mehr ändert am deutschen Recht, ist es heute schon so, dass das deutsche Recht eigentlich keine Fahrverbote zulässt, aber dieses deutsche Recht quasi getrumpft wird vom Europarecht und da sagt das Bundesverwaltungsgericht eindeutig, wenn ein Verkehrsverbot für Dieselfahrzeuge sich als die einzig geeignete Maßnahme erweist, um eine Nichteinhaltung der Grenzwerte so kurz wie möglich zu halten, dann bleibt deutsches Recht unangewendet und dann müssen die Verwaltungsgerichte so entscheiden, dass wiederum die Verwaltung Fahrverbote erlassen muss. Allerdings wichtig dabei zu wissen, diese Verhältnismäßigkeit kennt natürlich auch das Europarecht. Verhältnismäßigkeit ist so ein im deutschen Recht ein Grundsatz, der immer wieder eine Rolle spielt, wo einfach verschiedene Rechtspositionen abgewogen werden. Und den gibt es grundsätzlich auch im Europarecht. Und das bedeutet jetzt nicht, dass man einfach eiskalt irgendwelche Maßnahmen verhängen kann, sondern muss man schon sehr genau hinsehen. Genau, aber diese Verhältnismäßigkeit, die hat ja Merkel als Argument benutzt. Sie argumentiert ja, also es gibt Städte, die überschreiten diesen Grenzwert, ja. Aber eben nur ein bisschen, bis 50 Mikrogramm. Pro Kubikmeter. Plus, wir machen ja in diesen Städten auch was. Da gibt es vielleicht, bisher ist der Plan nicht, wie in den 14 anderen, da Umtauschprämien und Nachrüstung besonders zu fördern. Aber wir fördern ja Nachrüstung von Bussen. Wir fördern Elektrobusse. Wir machen eine ganze Menge. Wir stecken da 1 Milliarde Euro rein, um auch in diesen Städten dafür zu sorgen, dass Stickoxide gesenkt werden. Und weil wir das machen, wäre es unverhältnismäßig, dort Fahrverbote zu verhängen. Und das will sie im Bundesemissionsschutzgesetz verankern. Ja. Warum geht das nicht? Also warum, da muss man sagen, sind die Spielräume, wenn man mal diese Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zugrunde legt, das kann sich dazu ja noch nicht geäußert haben, aber es gibt eben quasi Parallelerwägungen in dieser Entscheidung, die dann einen relativ guten Hinweis geben, was davon zu halten ist. Das Bundesverwaltungsgericht sagt natürlich, die Verhältnismäßigkeit muss geprüft werden. Ja, die sagen also jetzt nicht, man muss alles Mögliche tun, damit die 40 Mikrogramm eingehalten werden, sondern man muss quasi schrittweise vorgehen, erst die milderen Maßnahmen und dann die härteren Maßnahmen. Also in der Entscheidung spielen zum Beispiel eine große Rolle Zonenfahrverbote und Streckenfahrverbote. Und da sagen die Leipziger Richter, also Zonenverbote, ganze Innenstadt gesperrt für Diesel, da gelten sehr strenge Anforderungen. Und wenn man die einführen will, dann muss man das stufenweise tun. Also zum Beispiel erstmal nur für ältere Euro 4 Diesel, für neuere Diesel dann nicht vor dem 1. September 2019. Streckenverbote hingegen sind relativ leicht möglich, sagen die Leipziger Richter. Damit müssen Autofahrer nämlich unbedingt rechnen. Stets muss man damit rechnen, dass irgendeine Strecke gesperrt wird, dass sie mal eine Einbahnstraße wird oder so. Und es gibt einfach kein Recht auf freie Fahrt bis zur Haustür. Mit anderen Worten, diese Verhältnismäßigkeit haben die auch schon in den Blick genommen. Aber diese Verhältnismäßigkeit kann eben nicht dazu führen, dass kleine Grenzwertüberschreitungen mit einmal nicht mehr bedeutsam sind. Sondern diese Grenzwerte sind keine Richtwerte und kein Wünsch-dir-was, sondern die Grenzwerte müssen eingehalten werden. Die Frage ist dann nur, welche Maßnahmen ziehen. Und man kann jetzt nicht sagen, wir haben doch schon alles Mögliche gemacht. Wenn das aber
wenn das nun mal nicht reicht, ja, wenn um diesen Grenzen nicht, das, also Merkel sagt ja, wir haben da was gemacht und das wird auch helfen. Aber helfen reicht nicht. Die Frage ist, wird der Grenzwert eingehalten? Wenn nicht, dann sind diese ganzen Maßnahmen eben offensichtlich nicht ausreichend. Wenn sie eben nur bis zu 50 kommen, dann reicht es halt nicht. Dann müssen sie eine Punktlandung. Ja. Ja, das ist so ein bisschen wie knapp daneben ist auch vorbei. Und da sagen die Leipziger ganz knallhart, dann müssen eben weitere Maßnahmen ergriffen werden. Und es gibt eben Situationen, da reichen eben solche Maßnahmen wie Nachrüsten nicht, sondern da müssen dann tatsächlich mal Fahrverbote verhängen. Und was ja auch noch, in den Medien wurde das jetzt am Sonntag so verkauft, als sei das ein völlig wahnsinnig neuer Vorschlag von Angela Merkel. Und da muss man dazu sagen, diese Größe von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter, die steht schon in diesem Deal mit der Industrie von Anfang Oktober drin. Das hat irgendwie nur noch keiner richtig gelesen, das ist nicht so durch die Medien gegangen. Aber auch da steht schon drin, dass auf einmal nicht mehr von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter die Rede ist, sondern da wird dann gesagt, ja, diese Maßnahmen reichen aus, um das unter 50 Mikrogramm pro Kubikmeter zu. Also wenn wir jetzt mal diesen Merkel-Vorschlag aus den letzten Tagen bewerten wollen, dann muss man zum einen sagen, es ist nichts Neues, Philipp, du hast es gerade schon dargestellt, der findet sich schon in diesem Kompromissvorschlag da. Zum anderen ist dieser Vorschlag aber auch rechtlich sinnlos, denn wie gesagt, schon bisher sieht deutsches Recht Fahrverbote nicht vor, das zieht aber nicht, weil das Europarecht vorgeht. Mit anderen Worten, egal was Angela Merkel noch ins deutsche Gesetz reinschreibt, sofern dann das dazu führt, dass Grenzwertüberschreitungen nicht behoben werden können, ist das letztlich unanwendbar wegen des Anwendungsvorrangs des Europarechts. Das ist deswegen aus meiner Sicht jedenfalls einfach eine Wahlkampfmaßnahme. Ne? Also der Regierungssprecher Steffen Seibert hat sich ja vernehmen lassen, so sinngemäß mit den Worten, das Recht auf Gesundheitsschutz sei auch nicht wichtiger als das Recht auf Mobilität und so. Das ist Unsinn. Also das sind Wahlkampfschlagworte. Ja, und man kann, also das kann ich jedem nur ans Herz legen, wir haben überlegt, ob wir da von Öltöne spielen, aber das muss man sich wirklich in Gänze anhören. Wir packen das mal in die Shownotes. Das ist die Bundespressekonferenz vom Montag. Da werden die Ministeriensprecher vom Verkehrsministerium, Seibert selber Regierungssprecher und vom Umweltministerium werden halt zu dieser Regelung befragt. Und es ist wirklich auch von den Journalisten kommt immer wieder die Frage, Entschuldigung, können Sie das nochmal erklären? Wir verstehen das nicht. Und wenn du denen zusiehst, wie sie reden, wie sie mit sich ringen, da entsteht der Eindruck, dem kann man sich wirklich nicht verwehren, da entsteht der Eindruck, die verstehen das selber nicht genau. Es ist ihnen selber nicht so ganz klar, wie das alles sehen soll. Die sind, entweder versuchen sie es absichtlich zu vernebeln. Ja. Das ist eine Möglichkeit, dass sie einfach drumherum reden. Will man ja nicht hoffen. Stocken und ja, und so. Dass sie einfach nicht wollen, Klartext zu reden, weil das halt so endet, wie wir es hier gesagt haben. Aber das kann man jedem nur mal empfehlen, sich das anzugucken. Das ist schon so ein bisschen unangenehm, dazu zu sehen, mit wie vielen entweder Nebelkerfen oder Unwissenheit und Unklarheit dort hantiert wird. Jedenfalls aus dieser Pressekonferenz ging nicht hervor, wie diese Regelung genau konkret funktionieren soll und wie die mit dem Europarecht konform gehen soll und wie die genau diese Grenzwerte einhalten und Fahrverbote verhindern soll. Ja, ich glaube, mehr kann man dazu jetzt nicht sagen. Es ist halt wirklich. Genau, das ist die Sache Verhältnismäßigkeit. Aber wir haben noch einen Punkt zum Thema Diesel. Wir haben auf jeden Fall ein großes Kapitel, das wir anschneiden wollen, nämlich die Frage, was kann man denn jetzt tun? Also Fahrverbote sind natürlich schon eine sehr einschneidende Maßnahme und deswegen ist ja schon seit vielen Jahren auch in der Diskussion, dass man einfach die Autos sauberer machen kann, um Fahrverbote möglichst zu vermeiden. Und da haben wir ganz interessante Neuigkeiten. Zunächst mal quasi die Position des Bundesverkehrsministers. Philipp, der da ja sehr zurückhaltend ist. Ja, der war die ganze Zeit immer schon zurückhaltend und hat gesagt, es geht nicht und es ist rechtlich schwierig und es ist technisch schwierig und so. Und er hat halt vor 2 Wochen, glaube ich, auf den Tag sogar genau, im Bundestag nochmal als Argument, warum Hardware-Nachrüstung seiner Meinung nach eigentlich nicht gehen und nicht so gut sind, Folgendes gesagt. Und weil es ja da unglaublich viele Hardware-Nachrüstungsfetischisten in diesem Hohen Haus gibt. Für die Dieselbusse gibt es Hardware-Nachrüstungssätze. Es gibt für die LKWs welche. Bald hoffentlich für die Handwerker und Lieferfahrzeuge. Aber die Nachrüstungsindustrie hängt nach bei den PKWs. Das ist der Hintergrund. Ich kann im KWA nicht mal Teile genehmigen, weil es keine gibt. KWA, Kraftfahrtbundesamt. Ne? Genau. Also, und da muss man ganz klar sagen, das ist heute falsch und das war auch vor 2 Wochen schon falsch. Weil es gibt natürlich Nachrüstungssätze, um alte Dieselfahrzeuge zu reinigen, den Abgas zu reinigen, das NOx rauszukriegen, indem man Ammoniak einspricht und dann ist das irgendwie Stickstoff und Wasser, was da hinten rauskommt. Die gibt es, wir haben da auch nochmal nachgefragt, es gibt 3 bis 4 Hersteller, die diese Systeme zur Dieselabgasreinigung anbieten. Einer ist Twintec
Und der Chef von Twintech ist Markus Hauser. Und der sagt zu dieser Frage, gibt es da eigentlich Systeme? Habt ihr Systeme? Also bei Pkw haben wir im Moment 7 oder 8 verschiedene Modelle, die wir umgebaut haben, die zum Teil jetzt auch in längeren unabhängigen Tests, unter anderem beim ADAC laufen. Also der ADAC testet also einen Langzeittest in Autos, diese 3 bis 4 Hersteller. Und was sind jetzt die Ergebnisse? Ich habe Reinhard Kolke mal angerufen, der ist Technikchef beim ADAC. Und der verantwortet diese Tests. Und unsere Ergebnisse zeigen, wir können die Abgasemissionen bei den Stickoxiden um 50-70% senken. Wir haben keinen Leistungsverlust und der Mehrverbrauch durch eine solche Nachrüstung von sogenannten SCR-Systemen liegt bei 1-6%. Gibt auch noch einen zweiten Menschen, der quasi diese Tests durchführt, das ist Axel Friedrich, den hatten wir auch schon mal im Interview, der war mal Abteilungsleiter im Umweltbundesamt, hat diesen Dieselskandal maßgeblich mit aufgedeckt und auch er hat diese Systeme zur Reinigung der Dieselabgase getestet und sein Ergebnis? Wir haben 3 davon getestet inzwischen und die funktionieren hervorragend. Also der Passat zum Beispiel von Twintech hat eine Bindung von 95%, der A3 von Blei 85%. Also wie gesagt, wir haben Werte, die einfach niedriger sind als die heute meisten O6-Fahrzeuge, die verkauft werden. Also durch diese Nachrüstung werden diese Autos also sauberer als viele, die heute neu verkauft werden. Das heißt, Nachrüstung funktioniert. Und die Frage ist jetzt, wann kann man die einbauen? Ja, genau. Und da muss man sagen, es fehlt eben gerade nicht mehr an der nötigen Technik, sondern im Gegenteil. Es fehlen noch bestimmte Entscheidungen von Bundesbehörden, nämlich insbesondere vom Kraftfahrtbundesamt. Das fehlt die sogenannte allgemeine Betriebserlaubnis für diese Nachrüstsets. Und dann muss noch eine Nachrüstungsrichtlinie erlassen werden. Das beides hat den Vorteil, dass man dann diese Gerätschaften einbauen lassen kann, ohne dass man das Auto eigens nochmal vom TÜV abnehmen lassen muss. Das Verkehrsministerium sagt dazu, wie gesagt, die müssten also eigentlich wissen, dass es solche Sets gibt, die sagen, naja, wir sind dran, mal schauen, aber das schaffen, das ist ja irgendwie alles schwierig und dauert und so. Genau, also die haben gesagt, wir sind an dieser Richtlinie dran, aber wann die da ist und man wirklich in die Werkstatt fahren kann, sagen kann, ich hätte gerne das Set von Twintech, bau mal ein, dann baut man das ein, dann kriegt man eine Bescheinigung und lässt das eintragen und fertig, ohne dass man nochmal zum TÜV muss. Das ADAC sagt, das wird dann vielleicht Mitte nächsten Jahres der Fall sein. Ich habe dann Markus Hauser von Twintech nochmal gefragt, ob er denn jetzt das Gefühl hat, dass diese Behörden, also Kraftfahrtbundesamt und Verkehrsministerium, wirklich willens sind, das auch voranzubringen. Und er sagt, das Kraftfahrtbundesamt, sagt er, ja, die geben sich Mühe, das zackig zu bearbeiten, aber... Ein bisschen anders sah es zumindest in der Vergangenheit im Ministerium aus. Ich denke mal, da hat man in der Vergangenheit wirklich versucht, das Thema auszusitzen und zu verschleppen. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten nicht mehr den Eindruck, dass das der Fall ist. Also ich denke mal, im Verkehrsministerium und auch im Kanzleramt wurde der Schuss durchaus vernommen. Und interessant ist ja auch ein zweiter Punkt. Verkehrsminister Scheuer hat ja immer behauptet, Euro 4 kann man nicht nachrüsten. Also Euro 5 vielleicht, maybe, aber Euro 4 geht auf keinen Fall. Auch das hat sich jetzt als falsch rausgestellt. Twintech, der Hersteller solcher Systeme, sagt, geht. Auch Herr Kolke vom ADAC sagt, geht. Grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass von der technischen Seite her eine solche Nachrüstung auch bei Euro 4 Fahrzeugen grundsätzlich möglich ist. Er sagt halt nur, offen ist halt, wie groß die Nachfrage nach diesem System sein wird. Davon hängt dann wieder der Preis ab und ob die gut angeboten werden. Und offen ist natürlich auch, wer zahlt. Genau, da haben wir ja schon gesagt, also der ADAC fordert selbstverständlich, die Industrie muss das zahlen, denn die haben schließlich die Fahrzeuge gebaut, die jetzt eben nicht mehr die gängigen Normen einhalten und deswegen eben zum Beispiel mit Fahrverboten bedroht werden. Die Kosten liegen so bei 2.000 bis 3.000 Euro pro Fahrzeug. Ob das tatsächlich einen Rechtsanspruch gibt der Kundinnen und Kunden, das ist schwierig. Wir haben es in der Lage schon mal kurz angesprochen. Also zum einen würden sich etwaige Ansprüche zum Beispiel auf Gewährleistung nach dem Kaufrecht ja gegen den Verkäufer. Das wäre das jeweilige Autohaus. Da müsste man also beim VW-Händler um die Ecke sagen, rüste mal nach. Und die VW-Händler werden sich bedanken, denn die haben ja die Schummelsoftware im Zweifel nicht programmiert. Das heißt also, da stellt sich so ein bisschen die Gerechtigkeitsfrage. Aber klar, die sind unter Umständen dann die Gekniffenen. Ob es einen solchen Rechtsanspruch tatsächlich gibt, wird zurzeit von den Gerichten geklärt. Da gibt es Entscheidungen der Landgerichte bisher, aber bislang kenne ich jedenfalls keine obergerichtliche Entscheidung. Die Autohersteller vermeiden die auch möglichst. Das heißt, da wird sich, soweit es irgendwie geht, verglichen, hat mir mal ein Anwalt erzählt, der an solchen Verfahren arbeitet. Im Vertrauen hat er mir erzählt, dass
dass eben es eine ganz starke Tendenz gibt, die Sachen alle irgendwie zu vergleichen, damit es bloß keine Musterentscheidung von Gerichten gibt. Also vergleichen heißt, da läuft ein Verfahren darauf hinaus, dass die Autohersteller verlieren könnten und dann sagen die, wir verdoppeln das. Ja. Wir geben dir nicht 10.000, sondern du kriegst ein ganz neues Auto. Und dann hältst du aber die Klappe, sagst nichts darüber und viele sagen dann, na gut. Da habe ich halt ein neues Auto und so. Na, das ist das Problem, also richtig, die Rechtslage ist einfach relativ unklar. Auf den ersten Blick würde man ja denken, na klar, diese Autos sind mangelhaft, weil sie bestimmte Normen nicht einhalten, weil die Software die Einhaltung von Normen nur simuliert in bestimmten Situationen, aber im Alltag eben dann doch nicht. Aber im Detail ist die Rechtslage häufig komplizierter, was auch daran liegt, dass zum Beispiel die Abgasnormen eben einfach das Testverfahren nicht in jedem Fall klar definiert haben. Ne? Und wenn die Autos dann in bestimmten Situationen so quasi immer bei Vollmond, wenn Vollmond und Weihnachten auf einen Tag fallen irgendwie, dann die Norm einhalten und sonst nicht, dann kann man ja sagen, naja, manchmal funktioniert es ja. Also deswegen, wie gesagt, die Frage, ob das tatsächlich sich um einen kaufrechtlichen Mangel handelt, die ist sehr schwer zu beurteilen. Gerichtsentscheidungen gibt es bislang nicht, jedenfalls keine obergerichtlichen. Und deswegen wäre da aus meiner Sicht die politische Forderung, dass die Bundesregierung die Käuferinnen und Käufer von solchen Fahrzeugen eben nicht im Regen stehen lassen sollte. Es kann ja irgendwie nicht sein, dass jetzt Tausende oder gar Millionen von Menschen alle klagen müssen. Eigentlich wäre doch Ziel eines solchen Dieselgipfels, wie vor einigen Wochen stattgefunden hat, eine klare Regelung zu finden, nicht nur für die Menschen aus den 14 angeblich am schlimmsten betroffenen Städten, sondern für alle Käuferinnen und Käufer, dass eine solche Nachrüstung tatsächlich jedenfalls für Autos ab einem bestimmten Verkaufsdatum von der Industrie kulanterweise übernommen wird. Das hätte nämlich zum einen die Folge, dass diese Nachrüstsets natürlich im Preis fallen würden, wenn die massenweise hergestellt werden. Das ist kein Problem mehr. Dann entsteht eine Infrastruktur auch zum Beispiel, um diesen Harnstoff tanken zu können. Der muss ja auch dann jeweils regelmäßig nachgetankt werden. Also ich glaube, das wäre politisch das Ziel gewesen. Das ist aber leider Gottes von der Bundesregierung eben offensichtlich nicht gewünscht worden. Man wollte die Autohersteller nicht mit diesen Kosten belasten. Und dazu muss man sagen, politisch kann ich das also jedenfalls aus Verbraucherschutz sich nicht nachempfinden. Das ist halt natürlich eine Form von Wirtschaftsförderung. Ne? Man möchte der Industrie diese Kosten ersparen. Aber Philipp, wir haben schon darauf hingewiesen, die Kosten sind 2.000 bis 3.000 Euro pro Fahrzeug. Theoretisch hätte die Bundesregierung auch wegen jedes einzelnen Fahrzeugs, das die Dieselnorm nicht einhält, 5.000 Euro Bußgeld verhängen können. Das fordern ja auch so Aktivisten wie Axel Friedrich oder so, dass sie sagen, also ihr müsst da diese Strafe androhen, dann zahlen die ganz schnell. Axel Friedrich hat auch noch so eine Initiative gegründet zur Umrüstung, wo man sich melden kann. Da haben sich jetzt 6.000 bis 7.000 Leute gemeldet, die halt ihr Auto umrissen lassen wollen und dadurch sollen halt die Kosten für die Sets sinken und er wartet jetzt halt auch noch auf diese allgemeine Betriebserlaubnis und eben so eine Richtlinie aus dem Umweltministerium, dann kann man die halt ganz offiziell umrüsten und die Aktivisten sagen, klagt, man hätte gute Chancen, es gibt Musterfeststellungsklagen wohl demnächst vom ADAC und vom Verbraucherzentrale Bundesverband, denen solle man sich anschließen, wenn man nicht auf den Kosten sitzen bleiben will und wenn man nicht der Bundesregierung einfach vertrauen will. Die Frage ist natürlich, da kommt immer bei der Einwand, das höre ich jetzt auch schon bei vielen, was sind denn die Nebenwirkungen? Scheuer sagt auch, es gibt mehr Kraftstoffverbrauch. Das stimmt, aber eben, wir haben es vom ADAC-Menschen gehört, sehr geringen Maße, 2 bis 5% mehr Kraftstoff durch diesen Einbau des Katalysators. Motorelektronik ist auch noch ein Argument. Die Autohersteller müssen sozusagen erlauben, dass dieser Katalysator in die Motorelektronik integriert wird. Hersteller wie Twintech sagen, muss nicht sein. Axel Friedrich sagt auch, wir haben das nicht integriert und es funktioniert trotzdem. Das ist eine autonome Steuerung, die wir da einbauen. ADAC sagt, ja, geht schon, aber tendenziell ein bisschen teuer. Integration wäre schon gut, aber ADAC sagt, da gäbe es wohl, sagen wir mal, Gesetzesbemühungen, um die Autohersteller zu verpflichten, eben solche Katalysator- und Nachrüstsysteme dann an die Bordelektronik doch irgendwie ranzulassen. Also da sind noch ein paar Fragen offen, aber technisch geht es, politisch scheint da, sagen wir mal, zumindest ein bisschen mehr Wille als noch vor einigen Monaten vorhanden zu sein. Offen ist noch, wer zahlt's? Das ist das und dann muss man natürlich sehen, dass von Seiten der Automobilhersteller natürlich auch da ein starker Druck ausgeübt wird. Die waren nämlich vor Jobverlusten. Ja. Und da muss ich nur sagen, really? Echt? Das ist euer Argument. Also wenn da Jobs verloren gehen, ja, dann nur, weil diese Industrie an bewährten Methoden und Verbrennungsmotor festhält. Ich meine, das Ende dieses Motors ist abzusehen. China hat, glaube ich, ab nächsten Jahr eine Quote von 10% Elektroautos. Es ist absehbar, dass dieses Antriebsmodell
endet. Das läuft aus, das weiß jeder. Das Antriebsmodell, Verbrennungsmotor. Ob zwar Benzin oder Diesel. Ganz Benzin egal. Oder Diesel. Und ich meine, klar, Tesla haben wir gesagt, die Amerikaner machen es vor. Ich glaube einfach, ja, die Autoindustrie macht da auch was, haben ihre Elektroautos, aber es geht halt zu langsam. Und wenn dann so eine Industrie so lange dran festhält, dann würde ich argumentieren, wenn da Jobs verloren gehen, dann gehen sie dann verloren, weil das Management versagt. Ja. Also man muss natürlich dazu sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit einige Gespräche geführt, auch mit Leuten, die aus privaten Gründen so Kontakte haben zu den Entwicklungsabteilungen von Automobilherstellern, und da höre ich immer wieder, dass eigentlich die Konzepte für Elektroautos da seit Jahren in der Schublade liegen. Die will man aber aus irgendwelchen Gründen nicht so richtig breit einführen, weil man mit den Verbrennern mehr Geld verdienen kann und weil die halt einfach ausentwickelt sind. Also ich kann das betriebswirtschaftlich nicht ein. Ich verstehe das natürlich auch. Du hast eine Kuh, die scheißt Geld, das funktioniert, ja. Und das ist doch auch ein bekanntes Phänomen, dass es einfach etablierten Industrien, nicht nur in der Autoindustrie, sondern überall schwerfällt, das Ruder rumzureißen. Ja, du musst natürlich du musst dich ja selber ein bisschen kaputt machen. Ja, das ist das Innovators Dilemma. Ja, aber sonst machen dich doch die Japaner oder die Chinesen kaputt. Ich meine mal ganz ehrlich, seit Jahren erlebe ich das in den Vereinigten Staaten, wie da Hybridautos den Markt komplett dominieren. Also jedenfalls mal den Markt im Stadtverkehr. Also wenn du da irgendwie ein Uber nimmst oder ein Lyft, also so ein klassisches Quasi-Taxi, das sind selbstverständlich alles irgendwelche japanischen Hybridautos. Ne? Die schnurren durch die Straßen, du hörst den Verbrennungsmotor da irgendwie alle Jubeljahre mal. Und da muss man einfach sagen, das ist ein Markt, warum wird der nicht auch von deutschen Autos besetzt? Also da haben die, ich bin wahrlich kein Experte für den Markt, den Automobilmarkt, das muss ich da mal dazu sagen, aber ich verstehe das nicht, wieso man da nicht deutlich aggressiver Modelle auch in den Markt drückt. Und ganz ehrlich, die deutschen Autobauer können das ja durchaus. Ne? Ich habe vor einigen Tagen mal so als Mietwagen quasi, so als Carsharing-Auto, ein Fahrzeug eines deutschen Herstellers gefahren. BMW i3. Ja, genau. Und da muss ich schon sagen, geil. Also, ich glaube, die Marke und das Modell ist jetzt gar nicht das Zentrale, sondern mir war zentral diese anscheinend typische Eigenschaft eines Elektrofahrzeugs, dass es einfach eine wahnsinnige Beschleunigung hat. Du bist also innerhalb von Sekunden auf Tempo 50 oder deutlich schneller als mit jedem. 50, du bist nur 50 gefahren. Selbstverständlich, ja. Philipp. Ich würde niemals schneller als 50 fahren. Aber ich wollte nur sagen, also diese Beschleunigung habe ich so bei einem Verbrenner noch nie erlebt. Selbst wenn du irgendwie in so einer hochmotorisierten Kiste sitzt. Ich war ja mal Praktikant bei verschiedenen Strafverteidigern, die fahren interessanterweise gerne richtige Schlitten, ja, die dann irgendwie fett dreistellige PS-Zahlen unter der Haube haben. Also ich habe schon auch mal Autos erlebt, die richtig Gas geben können, aber dieser Elektrowagen war irgendwie doch noch besser. Praktikant heißt dann Fahrer oder was? Nee, in diese Autos lassen die einen nicht an. Autos lassen die einen nicht an. Also das fahren die dann schon selber. Okay. Ja. Also das war ganz lustig, eigentlich alle Strafverteidiger, bei denen ich mal Praktikant oder Referendar war, die hatten alle solche Schleudern. Wie dem auch sei. Jedenfalls wollte ich nur sagen, also ich kenne durchaus Autos mit gutem Anzug, und die werden alle absolut nass gemacht von diesem Elektrofahrzeug. Und das fand ich beeindruckend. Und zugleich bremst das ja auch, wenn man quasi Gas wegnimmt. Ne? Dann merkt man gleich, wie der deutlich stärker bremst als ein Benziner, weil dann ja quasi der Akku wieder geladen wird durch diese Verzögerung. Also das hat mich in diesen 30 Minuten Fahrtest, hat mich das total überzeugt von Elektromobilität. So, insofern. Ja. Also ganz abgesehen von den Umweltfragen. Ja, klar, ich meine, aber an diesem Auto siehst du halt auch, dass die Wertschöpfung natürlich eine ganz andere ist. So ein Elektromotor ist total simpel, hat nur ein paar Teile, kann fast jeder bauen. Ja, solche deutschen Diesel- und Benzinmotoren, das ist natürlich viel komplexer, viel mehr Know-how, alles Mögliche. Und das wird dann so ein bisschen entwertet. Ne? Diese 100 Jahre Entwicklungsarbeit sind dann irgendwie für die Tonne. Irgendwann. Das kann dann irgendwann, ich meine, wer fängt nicht alles an, irgendwelche Elektroautos zu bauen? Haben wir letztens schon drüber geredet. Irgendwelche Spin-offs, da können sich einfach viel, viel mehr Leute daran beteiligen und Elektrofahrzeuge bauen. Hatten wir auch noch interessante Hinweise in den Kommentaren? Wir wollen die jetzt nicht alle nochmal wieder aufzählen. Wir hatten ja einen Hersteller genannt in der letzten Folge, und wir sind dann noch auf andere Hersteller verwiesen worden. Das lohnt sich, glaube ich, oder vielleicht können wir die nochmal in die Shownotes packen. Es ist noch ein weiterer Hersteller empfohlen worden. Wir wollen da jetzt gar nicht Partei ergreifen für einen der Elektrohersteller, weil wir die alle ja noch nicht Probe gefahren haben. Aber würden wir vielleicht irgendwann mal machen, einfach um uns da nochmal einen eigenen Eindruck zu verschaffen. Ja, wie gesagt, die Shownotes von der Folge 115, da sind mehrere Hersteller genannt. Genau, finde ich jetzt auf die Schnelle nicht, aber das finde ich. Und die Kommentare vor allem von der Folge. Genau, da kann man sicherlich mal reingucken. Hessenwahl haben wir uns kurz aufgeschrieben, das ist natürlich jetzt Sonntag. Wir sparen uns die Analyse für nächste Woche. Genau, also wir sparen uns die Analyse auf, haben wir uns bewusst so überlegt, einfach weil wir gesagt haben, das kann man dann en bloc machen. Interessant wird nämlich zum Beispiel die Frage, hält die GroKo? Na, das ist, wenn es in Hessen wirklich so abwärts geht für die SPD, könnten da Fliehkräfte stark werden.
Annegret Kramp-Karrenbauer, die Generalsekretärin der Union, warnt schon, dass ein Ende der GroKo-Neuwahlen bedeutet. Wer die Lage schon länger hört, weiß, das halten wir für Unsinn. Aber die genauere Analyse machen wir in der nächsten Woche. Machen wir nächste Woche. Ich habe heute nur das noch ganz kurz ein Interview beim Deutschlandfunk gehört von so einem Wahlforscher, der sagt, die Wähler seien ungerecht, weil die Koalition da eigentlich gut läuft und letztlich wäre die CDU, die da eigentlich mit den Grünen ganz guten Job macht, für die Bundespolitik abgestraft. So, weil die Leute den Eindruck haben, die beschäftigen sich nur noch mit sich selbst. Und das stimmt ja auch. Ich meine, wirklich, die SPD redet also nur noch mit sich selbst. Ja, die GroKo. Die SPD redet nur noch mit sich selbst. Die Koalition, die CDU macht so komischen Kram, wie wir es hier häufig beschreiben. Also so richtig voran geht's da nicht. Aber wie gesagt, das wird sich dann nächste Woche, beziehungsweise am Sonntag und bei uns dann nächste Woche, alles noch ein bisschen klarer präsentieren und wir werden das versuchen zu analysieren. Unser nächstes Thema klingt zunächst so, als wären wir zurück im Kalten Krieg. Vielleicht erinnern sich einige Zuhörerinnen und Zuhörer noch an die Diskussion um den NATO-Doppelbeschluss. Anfang der 80er ging es um die Frage, ob in Deutschland Atomraketen vom Typ Pershing 2 aufgestellt werden sollen, als Gegengewicht zu den damaligen sowjetischen Atomraketen vom Typ SS-20. Ja, und das sind natürlich nicht irgendwelche Raketen, sondern sogenannte Mittelstreckenraketen und ganz besonders gefährlich, ideal für den nuklearen sogenannten Erstschlag geeignet, weil eben die sogenannte Vorwarnzeit unter 6 Minuten liegt. Das heißt, die ist super kurz und erfordert eben eine sehr, sehr schnelle Reaktion, wenn man überhaupt noch irgendwas unternehmen will. Und der Gegenschlag, der sogenannte, musste dann binnen weniger Minuten ausgelöst werden, weil sonst eben das eigene Land in Trümmern und in Schutt und Asche liegt. Und das birgt eben ein enormes Risiko, auch für Missverständnis, weil es alles so wahnsinnig schnell gehen kann und es eben auch wenig Zeit gibt, Fehler und Fehlmeldungen zu korrigieren. Und solche Missverständnisse können dann eben ganz schnell auch das Ende der Menschheit bedeuten. Und im Kalten Krieg gab es eben hunderte solcher Missverständnisse und mehrfach stand eben die Menschheit da nur einen Knopfdruck entfernt vom Ende der Welt. Ja, genau. Und deswegen sind in den 80er Jahren in Deutschland Hunderttausende auf die Straßen gegangen, um gegen das nukleare Wettrüsten mit den sogenannten Mittelstreckenraketen zu protestieren. Wahrscheinlich eine der größten Demonstrationen in der Geschichte der Bundesrepublik fand damals 1983 im Bonner Hofgarten statt. Wer Bonn kennt, ist ja eher eine kleine Stadt, die war einfach gefüllt mit Menschen aus dem ganzen Land, die gegen diese extreme Gefahr protestieren wollten. Und diese Friedensbewegung gehört ja auch zu den Gründungsmythen der Grünen Partei. Um diesen Rüstungswettlauf zu stoppen, wurde 1987 ein Vertrag zwischen den USA und der Sowjetunion geschlossen, der sogenannte INF-Vertrag, also Intermediate Range Nuclear Forces Treaty. Und dieser INF-Vertrag soll solche Mittelstreckenwaffen verbieten. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an das klassische Foto. Ronald Reagan, damals US-Präsident, und Michael Gorbatschow sitzen im Weißen Haus, schütteln sich die Hände und schließen diesen Vertrag. Inhalt des INF-Vertrages war Rückzug, Vernichtung und Produktionsverbot aller atomar bestückbaren Flugkörper mit Reichweiten von 500 bis 5500 Kilometer und ihrer Trägersysteme. Und bis Mai 1991 haben beide Großmächte angekündigt, dass sie diesen Vertrag erfüllt haben. Ja, und jetzt 40 Jahre später streiten NATO und Russland sich wieder über Atomwaffen. Und es geht konkret um die Frage, bricht Russland diesen INF-Vertrag oder die USA oder beide? Und wieder geht es um sogenannte strategische Mittelstrecken Nuklearwaffen und eben diesen INF-Vertrag. Die USA werfen Russland vor, neue Mittelstreckenwaffen entwickelt und auch schon stationiert zu haben, die eben diesen Vertrag brechen. Russland hat damit den Vertrag gebrochen. Jetzt sagt Russland, nein, die USA brechen diesen Vertrag, weil sie in Rumänien MK-41 Abschussrampen stationiert haben, die eben Tomahawk-Raketen abschießen können, die man wiederum mit Atomsprengköpfen bestücken kann. Und deswegen brechen die USA also diesen Vertrag. Und so sagt Russland. So sagt Russland. Und die USA, Trump hat jetzt angekündigt, diesen INF-Vertrag aufzukündigen, war gestern auch in der NATO in Brüssel, also Trump nicht, aber die USA haben das gestern der NATO erläutert, warum sie das denn so machen wollen. Und damit wäre dann eigentlich der Weg frei für so ein neues nukleares Wettrüsten. Ja, und über diese Zuspitzung des belasteten Verhältnisses zwischen Russland und den NATO-Staaten möchten wir jetzt mit einem Experten sprechen, nämlich mit Ralf Füchs. Ralf Füchs ist Mitglied und man kann sagen Urgestein der Grünen. Er war Bremer Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz von 1997 bis 2017 auch Vorstandsmitglied des Vorstands der Heinrich-Böll-Stiftung. Herr Füchs, die USA kündigen an, den INF zu kündigen, also den Vertrag, der die unmittelbare Reaktion auf den Höhepunkt des Rüstungswettlaufs zwischen USA und Russland war. Fühlen Sie sich da an die Zeiten erinnert, als die Grünen und andere Friedensbewegte im Strickpulli vor amerikanischen Raketendepots auf der Straße saßen? Na, ich erinnere mich noch gut an die Blockade des
Munitionsdepots in Mutlangen, wo Heinrich Böll neben Petra Kelly saß. Petra Kelly mit Stahlhelm, mit Sonnenblume. Und ich war auch dabei im Hofgarten 1983 bei dieser riesigen Demonstration. Und es ist ja fast unvermeidlich, dass man sich jetzt wieder an diese Auseinandersetzung erinnert fühlt, obwohl sich Geschichte nicht wiederholt und wir heute ja in einer anderen politischen Konstellation uns befinden. Trotzdem ist die Gefahr groß, dass wir wieder an der Schwelle eines neuen nuklearen Wettrüstens sind, übrigens nicht nur in Europa, sondern auch in Asien, im pazifischen Raum. Die Motivation für Trump aus dem INF-Vertrag, also dem Vertrag zur Abschaffung, zum Bann nuklearer Mittelstreckenraketen auszusteigen, ist ja nicht nur Russland. Vermutlich ist für ihn sogar wichtiger China. China hat sich ja nie beteiligt an diesen Rüstungskontrollabkommen, hat inzwischen massiv nuklear aufgerüstet, nicht nur mit Langstreckenraketen, sondern auch mit Mittelstreckenraketen. Und die Argumentation aus dem Weißen Haus ist jetzt, der INF bindet alleine uns. Ja, wir sind daran gehindert, gleichzuziehen, während China nuklear aufrüstet im Pazifik und sagen, Russland jetzt auch dabei ist, diesen Vertrag zu brechen. Das ist übrigens nicht neu und es ist auch nicht alleine ein Vorwurf aus dem Weißen Haus. Also man muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, sofort wieder auf den notorischen Donald Trump zu zeigen. Schon unter Obama gab es entsprechende warnende Hinweise. Und auf dem letzten NATO-Gipfel im Juli dieses Jahres haben alle 29 NATO-Staaten, einschließlich Bundesrepublik, noch einmal sich sehr besorgt geäußert und Russland aufgefordert, Klarheit in dieser Frage zu schaffen. Es gibt also sehr handfeste Indizien, dass der Kreml dabei ist, Marschflugkörper mit einer Reichweite von etwa 2.500 Kilometern zu entwickeln. Das wäre ein klarer Bruch des INF-Vertrags. Aber auch Russland, auch die USA haben ja in Rumänien, ich habe es gesagt, diese MK-41-Abschussrampen stationiert. Das sind Abfangraketen. Die USA haben immer erklärt, das richtet sich nicht gegen sein Russland, sondern das ist eine Vorkehrung gegen einen möglichen Raketenangriff aus dem Iran. Ich wäre sehr dafür und würde raten, dass man das russische Militär einlädt, diese Anlagen zu inspizieren im Sinne von Vertrauensbildung. Aber ich halte das für ein reines Ablenkungsmanöver. Faktisch hat Russland ja schon bei den taktischen Atomwaffen massiv aufgerüstet. Wir haben zum Beispiel in Kaliningrad, also Königsberg, Iskander-Raketen jetzt stationiert. Die haben eine Reichweite von 500 Kilometer, können Warschau und Berlin erreichen. Russland hat eine deutliche Überlegenheit bei taktischen, also atomaren Gefechtsfeldwaffen. Und wenn jetzt noch Mittelstreckenraketen dazukommen, dann erhöht das russische atomare Drohpotenzial. Ich gehe gar nicht davon aus, dass diese Waffen eingesetzt werden sollen, aber das ist ein Instrument, um gegenüber dem Westen, also vor allem gegenüber Europa zu signalisieren, kommt uns bloß nicht in die Quere. Ja, Russland hat, wenn es hart auf hart kommt, eine nukleare Überlegenheit in Europa und sich alleine auf den strategischen Atomwaffenschirm der USA zu verlassen, das ist ein bisschen blauäugig. Wer könnte sich darauf verlassen und wer könnte das wollen, dass im Fall eines nuklearen Konflikts in Europa die USA dann mit strategischen Atomwaffen antworten? Das wäre Armageddon, das wäre sozusagen die Selbstvernichtung. Aber ich muss noch mal einhaken. Also bei diesen MK-41 ist es schon so, dass man da Tomahawk-Raketen reinstellen kann, die Atomsprengköpfe tragen können und die, mit denen man dann noch Russland angreifen kann. Warum sollen die Russen da vertrauen, dass das einfach nur Abwehrraketen sind? Darum spreche ich dafür, dass es da eine Vertrauensbildung zwischen den USA, der NATO auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite gibt. Allerdings ist die Zahl dieser Abschussrampen, die da stationiert sind,
ja, bei Weitem zu gering, um eine ernsthafte Bedrohung Russlands zu bewirken. Bisher war das Argument der Russen ja auch nie, das ist ja neu, dass das genutzt werden könnte, um amerikanische Mittelstreckenraketen gegen Russland in Stellung zu bringen, sondern bisher war ihr Argument immer, dass damit die Fähigkeit der Russen für die Zweitschlagskapazität untergraben wird. Also dass die NATO Abwehrraketen aufstellt, die eine mögliche atomare Reaktion Russlands auf einen bewaffneten Konflikt verhindern könnten. Also ich halte dieses Tomahawk-Argument für eine reine Legitimationsgeschichte. Man muss sich einfach die Strategie Russlands angucken, die zielt darauf, die Eskalationsdominanz in Europa zu erreichen und damit freie Hand zu bekommen für die militärische Machtpolitik in ihrer Nachbarschaft und darüber hinaus. Also was passiert, wenn der Kreml sich entscheidet, den Krieg in der Ukraine wieder zu eskalieren oder möglicherweise eine unfreundliche Übernahme des Baltikums zu inszenieren, so ähnlich wie sie das auf der Krim gemacht haben, dann ist die klare Botschaft an den Westen, haltet euch da bloß raus. Wir haben Atomwaffen, die im Zweifel in der Lage sind, gezielte Atomschläge gegen Europa auszuführen, ohne dass die NATO darauf eine Antwort hat. Ich würde gerne jetzt nochmal darauf zu sprechen kommen, wem denn eigentlich eine Kündigung des INF-Vertrages nützen würde. Denn es scheint ja so zu sein, dass Donald Trump hier sich im Grundprinzip entschieden hat, dass er diesen Weg gehen möchte. Wie würden Sie das einschätzen, Herr Fuchs? Profitiert Russland davon? Profitieren die Vereinigten Staaten davon? Oder wer ist eigentlich der Gewinner oder möglicherweise auch der Verlierer, wenn dieser INF-Vertrag jetzt tatsächlich gekündigt wird und damit der Weg frei ist für eine nukleare Aufrüstung im Bereich der Mittelstreckenwaffen? Also erstens hoffe ich, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, dass die Europäer jetzt eine massive politische Initiative starten, sowohl gegenüber den USA wie gegenüber Russland, diesen INF-Vertrag zu erneuern. Das sind eben nicht nur kritische Nachfragen an die USA, sondern vor allem an die Adresse des Kremls. Wenn dieser Vertrag ausgehebelt wird, dann sind die Europäer die Verlierer. Ja, dann müssen wir damit rechnen, dass es tatsächlich einen neuen nuklearen Rüstungswettlauf gibt. Russland wird dann Mittelstreckenraketen an seiner Westgrenze stationieren, die ganz Europa bedrohen. Ob die Amerikaner dann mit der Stationierung eigener Mittelstreckenraketen antworten, ist eine völlig offene Frage. Erstens haben sie sie noch nicht. Zweitens gäbe es dagegen wahrscheinlich heftige Widerstände in Europa. Drittens ist, glaube ich, das strategische Hauptinteresse der USA sowieso Asien und nicht Europa. Also man müsste befürchten, dass es dann vor allem im Pazifik zu einem ungebremsten Wettrüsten mit atomaren Waffen aller Kategorien kommt. Und deshalb müsste China mit einbezogen werden in Verhandlungen über eine Erneuerung der nuklearen Rüstungskontrolle. Ein Stichwort, konventionelle Waffen haben Sie gerade schon genannt. Da wird jetzt auch die These vertreten, dass Russland, das ja offiziell lauthals protestiert gegen die Kündigung des INF-Vertrages, eigentlich zu den Gewinnern gehören könnte. Einfach deswegen, weil sie bei konventionellen Waffen, also nicht nuklearen Waffen, dem Westen tendenziell eher unterlegen sind, während sie bei Nuklearwaffen leichter gleichziehen können. Würden Sie diese Analyse teilen? Ja, das hat ja eine Veränderung in der russischen Militärdoktrin in den letzten Jahren gegeben, die taktische Nuklearwaffen mit einschließt als operative Waffen in einer möglichen Eskalation eines bewaffneten Konflikts. Ich halte das für plausibel, dass Russland vor allem sich auf seine Nuklearwaffen stützt. In erster Linie als politisches Instrument. Ja, das garantiert ihnen den Rang einer Weltmacht. Das bringt sie auf Augenhöhe mit den USA, was ja ihr Haupt,
sagen, Ziel ist. Und das sichert Ihnen eine sagen, im Zweifel sagen, ein Drohpotenzial gegen den Westen. Also, wie halten wir es zum Beispiel mit dem NATO-Beistandsversprechen gegenüber den baltischen Staaten? Ja, wenn sich der Kreml dazu entscheiden würde, da den nächsten sagen, Anlauf zu starten in der Restauration des sagen, Imperiums, wie belastbar ist dann die Beistandsgarantie der NATO, wenn Russland über taktische und Atomwaffen und Mittelstreckenraketen sagen, verfügt, die gegen sagen, den Rest Europas eingesetzt werden könnten? Ich glaube, darum geht es. Es geht um ein politisches Machtspiel. Also, bisher steht die Drohung im Raum. Und jetzt haben die USA in Brüssel auch erläutert, warum sie das machen, wie sie das machen. Sie sagen, da ist die letzte Messe noch nicht gesungen. Was könnten denn NATO-Partner Deutschland tun, um diesen Vertrag aufrechtzuerhalten und vielleicht China mit einzubeziehen? Also ich denke, wir brauchen jetzt eine gemeinsame, eine konzertierte europäische Reaktion. Wir haben schon fast ein ganzes Jahr verloren. Ja, also diese Warnmeldungen, dass Russland diese Marschflugkörper sagen, entwickelt, sind ja schon viel älter. Die gehen in die Obama-Zeit zurück. Es hat aber in dieser Zeit keine ernsthafte politisch-diplomatische Initiative der Europäer gegeben. Das passt zu dieser Schlafmützigkeit und zu dieser strategischen Unentschlossenheit sagen, Europas. Und wir brauchen jetzt keine nationale Reaktion in Deutschland, sondern wir brauchen eine gemeinsame europäische Initiative, zunächst gegenüber den USA. Ob das erfolgreich ist, kann jetzt niemand sagen. Trump und seine Gesinnungsfreunde, die betrachten ja alle internationalen Vereinbarungen primär als Fessel, ja, als Einschränkung der amerikanischen Handlungsfreiheit, ob das der Klimavertrag ist oder Rüstungskontrollbegrenzung. Deshalb wollen sie raus. Die Europäer haben Interesse, die aufrechtzuerhalten, die Amerikaner drin zu halten. Das müsste man jetzt als ersten Schritt versuchen und gleichzeitig gegenüber Russland mal Klartext sprechen, dass wir nicht akzeptieren, dass der INF-Vertrag von Seiten sagen, des Kremls unterlaufen wird. Haben wir denn demnächst auch wieder Mittelstrecken? Oder was heißt wieder? Haben wir denn Mittelstrecken, atomare Mittelstreckenraketen in Deutschland? Davon gehe ich nicht aus. Ich sehe keine Bundesregierung, die dazu bereit wäre, im Unterschied zu Helmut Schmidt damals. Schmidt hat das ja gegen massive Widerstände, nicht nur außerparlamentarisch, sondern auch in seiner eigenen Partei durchgesetzt. Und die Paradoxie der Geschichte ist ja, dass erst die Nachrüstung des Westens mit den Pershing letztlich zu diesem Rüstungskontrollvertrag geführt hat, den heute alle verteidigen wollen. Also insofern gibt es durchaus eine Dialektik zwischen sagen, Nachrüstung und sagen, Abrüstung, aber ich sehe nicht, dass die Bundesrepublik dazu bereit. Ich habe noch eine letzte Frage, und zwar, wir haben am Anfang nicht gesagt, Sie sind ja, sagen wir mal, Mitglied oder Gründungsmitglied des Zentrums für liberale Moderne. Genau, darauf lege ich großen Wert, genau, dass ich nicht nur als Altgrüner sagen, anmoderiert werde, genau, und sondern mit unserem neuen Projekt. Genau, und da hat, ich muss das mal zitieren, das Neue Deutschland hat getitelt, NATO-Freunde gründen Think Tank. Würden Sie das unterschreiben? Das ist ja absurd, NATO-Freunde, aber ich meine, das Neue Deutschland ist ein sagen, Propagandaorgan sagen, des Kremls, sagen, das können Sie vergessen, aber wir sind sehr wohl der Auffassung, dass wir die westliche Allianz brauchen, das transatlantische Bündnis, politisch und auch militärisch als Rückversicherung, nicht nur gegenüber Russland, sondern gegenüber einer zunehmend krisenhaften Welt. Das ist ein multilaterales Bündnis von Demokratien, und das sollte man nicht fahrlässig aus der Hand geben. Ich glaube, das ist, glaube ich, für die Einschätzung für unsere Hörer ganz wichtig. Was heißt Think Tank? Sie treffen sich und denken und publizieren, oder? Wir publizieren sagen mit unserer Website www.libmod.de. Wir machen sagen, Veranstaltungen, Roundtables zu internationalen
und gesellschaftspolitischen Themen. Und wir arbeiten an ein paar großen konzeptionellen Fragen, zum Beispiel, wie gewährleistet man Sicherheit im Wandel in Zeiten turbulenter Veränderungen? Wie kann man die Kluft zwischen Freiheit und Sicherheit überbrücken? Oder ein zweites Projekt, das sich mit den langen Linien der langen Tradition von antiliberalen Denken in Deutschland und Europa beschäftigt, also Auseinandersetzungen mit Carl Schmitt, mit Jünger, mit Spengler, mit Heidegger, die immer noch die geistigen Urväter sind, auch der heutigen rechtspopulistischen und rechtsradikalen Bewegungen. Ja, das war im Gespräch mit der Lage der Nation Ralf Füchs, Urgestein der Grünen, aber was ihm auch ganz wichtig ist, Mitgründer des Zentrums Liberale Moderne. Lieber Herr Füchs, vielen Dank, dass Sie Zeit hatten für dieses Gespräch mit unserem Podcast. Gerne. Alles Gute, bis dann. Tschüss. Jo, tschüss. Go, tschüss. In den USA stehen ja die Midterms, die wichtigen, diese Zwischenwahlen vor der Tür und da, ja, heizt sich die Atmosphäre doch zusehends auf. Ja, Trump macht mobil gegen den sogenannten Ansturm von Migranten, ja, von Migranten, die aus Südamerika gen Norden ziehen, flüchten in der ersten Linie vor Gewalt und Armut aus Honduras und Kolumbien. Es gibt da immer wieder. Und Ecuador, das und Ecuador, so genau, kann, ne? Ecuador ist auch. Gibt da immer wieder Tracks, gab es im letzten Jahr auch schon. Und 800 bis 1000 Soldaten sollen jetzt die Grenze zu Mexiko sichern. Redet er sich eine Krise herbei? Ja, das muss man, glaube ich, in aller Deutlichkeit so sagen. Man kann wirklich nur staunen, wie perfide Donald Trump Wahlkampf macht, denn diese Migrantentracks sind quasi Standard. Das passiert seit Jahren durchgehend, dass Menschen sich aus Not oder aus Angst vor Gewalt aus Südamerika auf den Weg machen. Inzwischen ist es sogar so, dass viele in Mexiko bleiben. Ja, also die USA sind gar nicht mehr das Ziel aller Migrantinnen und Migranten, aber natürlich versuchen es viele dann eben doch in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Das, wie gesagt, ist Standard, aber in den letzten Wochen wird jetzt ausnahmsweise mal darüber geredet, weil Donald Trump nämlich eine Krise herbeiredet. Er redet Angst den Leuten ein, um letztlich seine Partei, die Republikaner, in den Zwischenwahlen zu stärken, weil eben typischerweise eine harte Kante gegen Migration ein Markenzeichen der Republikaner ist und auf diese Art und Weise macht er Wahlkampf letztlich mal wieder mit Fake News. Ja, er hat zum Beispiel auf Twitter die völlig unbelegte Behauptung aufgestellt, dass sich Terroristen aus dem Mittleren Osten unter diese Migranten gemischt hätten. Dafür gibt es überhaupt keine Anzeichen, aber er tut halt so, als wenn quasi die nächsten Bombenleger sich unter diese Migranten mischen und damit die Sicherheit der Vereinigten Staaten bedrohen. Und er begründet auch die Mobilisierung eben von 800 bis 1000 Soldaten, die geplant ist, die ist noch nicht befohlen worden, aber die geplant ist und was eben liegt aus dem Weißen Haus, diese Mobilisierung begründet er mit einer National Emergency, also quasi mit einem nationalen Notfall. Und da muss man sagen, wenn das ein nationaler Notfall ist, dann ist es in den letzten Jahren Dauernotfall gewesen. Also es ist also aus meiner Sicht jedenfalls extrem unredlich, wie er da Politik macht. Aber wir kennen das ja aus Deutschland. Horst Seehofer hat ja auch quasi vor einem nationalen Notstand gewarnt wegen Flüchtlingen an der bayerisch-österreichischen Grenze, die zurückgewiesen werden müssen. Wir erinnern uns an die Juni-Krise, ja, wo die GroKo beinahe das erste Mal geplatzt wäre. Und diese damals in Deutschland beschlossene Maßnahmen haben jetzt irgendwie eine einstellige Zahl von Menschen tatsächlich erbracht, die zurückgewiesen worden sind. Und so ähnlich ist das bei Donald Trump auch. Es gibt keine Krise, jedenfalls keine neue Krise, aber er bezeichnet sie als solche, ja. Will das Militär mobilisieren und das macht natürlich im Wahlkampf Eindruck. Ja, und ich, wo war das denn? War das in The Daily? War ganz interessant, da meinte, die haben das The Daily Podcast von New York Times, ne? Wedge Issues genannt. Wedge. Ja, ein Wedge ist ein Keil. Keil, ja. Also Themen und die haben das so auf 1994 zurückgeführt, dass damals die Republikaner angefangen haben, ganz gezielt nach Themen zu suchen, die spalten. Ja, also wo ja, sie genau. Die Demokraten zu, sagen wir mal, zu unbequem, wo sie wissen, das sind für Demokraten unbequeme Themen, wo sie wissen, dass die Mehrheit vieler Republikaner dagegen die Demokraten ist, dass sie dazu zwingen, dort Position zu beziehen und nichts anderes macht Trump hier auch. Und also diese Woche gab es ja noch, ein trauriges Indiz zumindest dafür, dass Trumps Worte eben nicht nur die Stimmung aufheizen, sondern auch Gewalt säen.
So, da gab es schon gleich nach der Wahl viele Medienberichte, dass es eben gewaltsame Übergriffe gegen Migranten und irgendwelche Leute, die halt nicht irgendwelche Minderheiten waren. Schwule, alles Mögliche, haben sich irgendwie ganz viele Leute ermuntert gefühlt, jetzt wo Trump da ist, können sie mal so richtig auf die Kacke hauen. Jetzt in dieser Woche wurden halt Bomben verschickt an demokratische Politiker, Hillary Clinton, Barack Obama, aber auch Unterstützer wie Robert De Niro und CNN, also so liberal-demokratisch gesinnte Medien. Zu Tode gekommen ist, glaube ich, keiner. Die wurden alle abgefangen. Es ist auch noch nicht klar, wer die geschickt hat, welcher, wie viele Täter, gab es einen Täter, Täterinnen, eine ganze Gruppe, bisher noch alles unklar. Aber denke ich, so viel kann man sagen, Trump hat daran eine Mitschuld. Das kann man, also er hat Schuld alleine, weiß ich nicht, aber er hat durch seine Rhetorik und durch seine Angriffe auf eben genau diese Leute und Institutionen, die jetzt diese Bombenpakete bekommen haben, mit dazu beigetragen, die Hürde für solche zumindest versuchten Anschläge zu senken. Ja, ich würde im Anschluss an das, Philipp, was du gerade gesagt hast, an diese Wedge-Issues, würde ich einfach bei Trump generell von Wedge-Politics sprechen. Also die ganze Politik von Donald Trump ist eine Politik der Spaltung. Er betreibt eine Politik für einen bestimmten Teil der amerikanischen Gesellschaft, aber macht es zugleich oder hetzt zugleich gegen andere Teile der amerikanischen Gesellschaft. Er bringt damit natürlich einige Leute auf seine Seite, macht sich aber andere Leute zu Gegnern und was noch schlimmer ist, er führt damit ja auch eine Spaltung der Gesellschaft herbei oder verstärkt die, ich will nicht so weit gehen zu sagen, dass er die erfunden hat, natürlich gab es eine Polarisierung in der amerikanischen Politik auch vorher schon, aber er nutzt die und heizt die ganz massiv an, weil er einfach weiß, diese Spaltung, diese Radikalisierung in der Bevölkerung, die nutzt ihm und seiner Partei, der Republikanischen Partei, um Mehrheiten zu erringen. Ja, also wenn man also den Menschen Angst macht vor Migranten zum Beispiel, dann fällt es leichter, die Wahlen zu gewinnen. Mit einer fremdenfeindlichen Agenda. Und insofern ist diese Politik verantwortungslos und zugleich effektiv. Und das ist das Traurige daran, weil, und das ist, glaube ich, ein weiterer wichtiger Punkt, eben die Medienlandschaft in den Vereinigten Staaten völlig kaputt ist. Also die Medienlandschaft ist auch in Deutschland unter Druck, das wird man nicht anders sagen können, aber in Deutschland haben wir immerhin noch zum Beispiel einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich bemüht um eine ausgewogene Berichterstattung, wo einfach quasi für jeden was dabei ist, sofern man jetzt nicht ultraradikal ist. Es gibt auch eine Presselandschaft, es gibt von eher linken bis zu sehr konservativen Blättern doch einiges in Deutschland. Das heißt, die veröffentlichte Meinung ist zum einen recht breit, zum anderen gibt es aber doch einen sehr breiten demokratischen Grundkonsens. Also Dinge, die nicht sagbar sind, Dinge, die einfach offen gegen unsere Verfassungsordnung verstoßen, die dann in den Medien auch erfreulicherweise keinen Rückhalt finden. Und das ist in den Vereinigten Staaten anders. Also auf Fox News zum Beispiel, also einem der zentralen konservativen Fernsehsender, kann teilweise ja offen gehetzt werden. Und insofern muss man sagen, die Medienlandschaft in den USA wirkt hier eben überhaupt nicht als Korrektiv, sondern im Gegenteil, mit sehr polarisierenden Medien heizt sie diese Spaltung der Gesellschaft weiter an. Und ich finde das wirklich bitter. Ja, ich bin ja, wie man weiß, eigentlich ein Freund der Vereinigten Staaten, vor allem der amerikanischen Gesellschaft. Ich habe da selber eine Weile gelebt. Und also mich schmerzt das sehr zu sehen, wie hier eine Demokratie ganz langsam von innen heraus, ich würde sagen, so quasi verfault, oder so zerbröselt. Ja, ist ja vor allen Dingen, das ist das eine, dass man sich ja um Amerika Sorgen machen muss, aber es ist eben auch ein Vorbild für alle möglichen Autokraten dieser Welt, die sagen, wenn das in den USA so läuft, wenn sich Trump so aufhört, dann können wir das auch. Ja, siehe Ungarn, siehe Polen, etc. So, ne? Also das ist natürlich auch noch irgendwie ein großes Problem. Aber jetzt wurde ja diese Bombenangriffe, die wurden jetzt ja sogar noch gedreht. Ja, das ist total verrückt. Von wem eigentlich? Als False Flag Operation? Das bedeutet also, die Demokraten hätten sich oder da mal so demokratisch Gesinnte hätten diese Bomben selber verschickt, um sie Trump anhängen zu können. So quasi. Ja, also das ist jetzt ein Spin, der in ultrarechten Kreisen gefahren wird. Jetzt bislang noch nicht offiziell von Fox News zum Beispiel vertreten wird, aber eben von sehr rechten Leuten auf Twitter, die dann so sinngemäß behaupten, na, ist doch offensichtlich, da haben irgendwelche Sympathisanten der Demokraten diese Bomben verschickt und das zentrale Indiz ist jetzt, dass die ja nun nicht hochgegangen sind. Also es ist ja niemand zu Schaden gekommen, die Bomben konnten alle entschärft werden und da ist jetzt das Argument, na, also wenn die wirklich hätten getötet werden sollen, dann wären da jetzt 10 Büros in die Luft geflogen und dass das nicht passiert ist, ist doch ein offensichtliches Zeichen, das war alles nur Show. Das heißt also, irgendwelche demokratischen Sympathisanten haben sich selber quasi Bomben geschickt, um dann hinterher als Opfer dazustehen.
Oder um Trump blamen zu können, was auch immer. Ja, also der, was dann quasi das Kalkül angeblich dieser demokratischen False Flag Operators gewesen sei, da sind sich die rechten Verschwörungstheoretiker auch nicht so ganz einig, aber jedenfalls zeigt das, denke ich, nur wieder, dass einfach ein Diskurs kaum noch möglich ist in einem solchen Klima, ne, wo irgendwie alles für denkbar gehalten wird, wo Indizien auch nur noch einen ganz begrenzten Wert haben. Das ist wirklich, wirklich bedauerlich und die Wahrheit hat es eben nicht so ganz einfach in den Vereinigten Staaten, ne? In dieser aufgeheizten Stimmung, wo dann natürlich, und natürlich machen diese Fake News oder diese Verschwörungstheorien dann auf sozialen Medien auch ganz besonders Karriere, ne? Auf Facebook und Twitter sind die dann natürlich auch schnell verbreitet. Es gibt noch eine andere Institution, in der es die Wahrheit nicht ganz so einfach hat. Das ist die katholische Kirche. Wir wollten da nur mal ein Update geben. Wir hatten ja hier berichtet über diesen Missbrauchsskandal, schockierend in der deutschen katholischen Kirche über die letzten 40 Jahre, wahrscheinlich noch andauernd. Und die katholische Kirche hat weltweit eigentlich damit zu kämpfen, dass überdurchschnittlich viele ihrer Geistlichen, sagen wir mal, sich entweder missbrauchs- oder sexualisierter Gewalt gegenüber, ja meistens ja Jungen, schuldig gemacht haben. Und wir waren damals zu dem Schluss gekommen, das, was die Kirche, da gibt es viel, was man machen kann, aber eine Sache, die auf jeden Fall gemacht werden muss, ist weg mit dem Zölibat. Also dieser Verpflichtung oder dem Verbot, dass katholische Priester heiraten dürfen. Die Verpflichtung zur Ehelosigkeit. Ja. Also wir haben das ja auch in unserer Diskussion zu dem Missbrauchsskandal vor einigen Wochen hochgehalten als zentrales Problem. Da muss man fairerweise sagen, in den Kommentaren zu der Folge gab es da kritisches Feedback, also viele Unterstützung, aber auch kritisches Feedback, wo Leute gesagt haben, es gebe Studien, wonach der Zölibat nicht das Problem sei. Ich kann dazu wirklich nur sagen, ich finde das nach wie vor wahnsinnig plausibel, dass Missbrauch blüht in einem Klima, wo Menschen nicht heiraten dürfen. Das muss ja nicht im Sinne einer Kausalitätsbeziehung sein, dass die Menschen Missbrauch begehen, weil sie nicht verheiratet sind. Vielleicht ist es auch einfach so, dass Menschen, die ohnehin eine Neigung haben zum Kindesmissbrauch, eher diesen Job ansteuern, weil sie sowieso nicht heiraten wollen. Also ich will jetzt nicht die Kausalität behaupten, aber ich glaube, es gibt einfach schon eine strenge Korrelation, also ein Zusammentreffen von Zölibat, von Menschen, die zölibatär leben auf der einen Seite und sexuellem Missbrauch. Und deswegen glaube ich, ist der Zölibat brandgefährlich, weil er einfach eine bestimmte Gruppe von Menschen anzieht, wenn er nicht sogar Missbrauch fördert. Zumal wir von ähnlichen Fällen in der evangelischen Kirche, soweit ich weiß, wenig wissen. Es gibt die auch in der evangelischen Kirche, darauf wurden wir auch hingewiesen, das war auch ein Argument, das eben in den Kommentaren kam, aber die Zahlen sind natürlich ganz andere und es gibt dann, muss man auch sagen, nicht diese Vertuschung. So, und jetzt hat sich also diese Woche haben sich die Bischöfe getroffen, die weltweiten Bischöfe in Rom bei der Synode. Und da war eben die spannende Frage, und ich beziehe mich hier auf einen Artikel in der SZ, sagen wir mal, dass natürlich alle den Elefanten im Raum gesehen haben und es haben auch zum Teil angesprochen, was machen wir, wie reagieren wir auf diese weltweiten Missbrauchsfälle? Ja. Und dass vielen natürlich offensichtlich wohl auch klar war, das Zölibat steht hier zur Disposition oder der Zölibat steht zur Disposition und es hat da wohl auch einzelne Vorträge dazu gegeben, aber eben keine Diskussion, sondern das blieb dann so im Raum stehen und die SZ schreibt, also in diesem Schlussdokument von dieser Synode werden Passagen zur Lockerung des Zölibats fehlen. Und da kann ich nur sagen, da fällt mir nichts mehr ein. Also da, ich weiß nicht, ich habe da eh eine kritische Haltung, aber da fehlt mir jedes Verständnis, wie so eine Institution nach so viel dokumentierten Problemen sich so eine Chance entgehen lassen kann und so nicht darauf reagieren. Ja, da gab es auch Feedback zu dieser Folge. Wir hatten ja angeschnitten, dass wir hoffen, dass der gegenwärtige Papst Franziskus möglicherweise offener ist für Reformen. Da kam dann das Feedback, ich weiß nicht mal, ob per Kommentar oder per E-Mail, dass das auch ein Eindruck ist, der so ein bisschen täuschen kann, weil der in manchen Dingen progressiv ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch schon die Mehrheitsverhältnisse in der Kirche im Blick haben muss und Europa und Nordamerika sind einfach nicht mehr die ganz relevanten Zonen, muss man so deutlich sagen, sondern die meisten Katholiken leben eben woanders auf der Welt und sind häufig sehr, sehr konservativ und da gehören dann solche, wenn auch völlig anachronistischen Regelungen wie der Zölibat quasi zum Markenkern der Kirche. Ja, und das ist dann ein großes Problem. Es gibt also viele Menschen, für die ist das tatsächlich wichtig, aus irgendwelchen Gründen, dass der Pfarrer eben nicht verheiratet ist. Ich persönlich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Das habe ich, glaube ich, auch schon damals in der Sendung deutlich gemacht, aber das scheint eben innerhalb der Kirche so klar nicht zu sein und deswegen
deswegen ist das ein Thema, das sich nur schwer reformieren lässt. Also wie gesagt, ich teile da deine Einschätzung, Philipp, nicht mehr nachvollziehbar, aber es gibt eben doch so institutionelle Logiken, ja, die dann eben das doch wieder erklärbar machen, wenn auch nicht entschuldbar. Apropos Feedback, da wollte ich nur noch zwei Dinge kurz ansprechen, nämlich die Frage AfD-Lehrerpranger. Da hatten wir ja in der vergangenen Woche sehr deutlich Position bezogen und zugleich als als quasi zivilgesellschaftliches Gegenmodell die Selbstanzeige empfohlen. Und das scheint tatsächlich jetzt auch sehr gut zu funktionieren. Es sind also eine ganze Reihe von Meldungen jetzt so über Twitter rumgegangen, wo sich tatsächlich Lehrerinnen und Lehrer selbst angezeigt hatten, teilweise ganze Kollegien, die sich auf diesem AfD-Pranger selber gemeldet haben. Also das finde ich eine sehr schöne Idee, weil der dann natürlich jeden Sinn verliert, ne? Wenn einfach da tausende von Meldungen eingehen. Insofern glaube ich, ist das eine schöne Möglichkeit zu zeigen, was man von dieser undemokratischen Aktion hält. Und zugleich muss man sehen, gab es auf Twitter auch interessante Beispiele, zum Beispiel von einem Lehrer aus Berlin, der sich in diesem Fall in der SPD engagiert, aber ich glaube, darauf kommt es gar nicht an, der also auf das Übelste beschimpft wurde und bedroht wurde damit, dass er bald wieder in einen Güterwaggon gesperrt wird. Ne? Also es gibt, das ist natürlich jetzt keine offizielle Äußerung der AfD, sondern das sind dann eher so AfD-Sympathisanten, aber wir haben ja eben gerade darüber gesprochen, wie Donald Trump das Klima in den Vereinigten Staaten vergiftet und man kann das eben auch sehr deutlich beobachten, dass die Hetze der AfD in Deutschland nicht folgenlos bleibt. Sollen wir die letzten beiden Feedbacks auch noch kurz ansprechen, vorlesen? Also ja, vielleicht. Wir haben noch ein Feedback bekommen, das passt aber eigentlich nicht mehr so gut hin. Da ging es nur um die Frage Elektromobilität. Das ist die einzige Antriebstechnik, wo Energiequelle und Antrieb vollständig getrennt sind. Ja, also ein Benzinmotor verbrennt eben Benzin, ein Dieselmotor verbrennt eben Diesel und ein Elektromotor verbrennt Strom, aber der Strom kann aus 1000 verschiedenen Energiequellen kommen. Das ist natürlich noch ein Aspekt, der für Elektromobilität spricht, aber hätte eigentlich, wenn, dann oben besser gepasst. Na gut, vielen Dank, Timo, für diesen Hinweis. Vielen Dank an Frank auch für den Hinweis zu dem Lehrerpranger. Und in diesem Sinne würde ich denken, Philipp, ist die Lage der Nation für diese Woche abschließend erörtert. Und ausführlich, genau. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir danken für die zahlreichen Spenden. Also das muss man auch nochmal sagen. Danke. Also für die Unterstützung, für die Abos. Das ist wirklich, wirklich auch im Kontext von Werbung ein riesen Geschenk eigentlich, weil wir dann auch Werbung ablehnen können. Genau, haben wir auch schon verschiedentlich gemacht. Und das ist einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiges Standbein unserer Finanzierung und gibt uns unsere Unabhängigkeit und gibt uns die Möglichkeit zu sagen, nee, das machen wir nicht und das machen wir auch nicht. Für mich ist das jetzt gerade wirklich, geht eigentlich ein Traum in Erfüllung, dass ich diese Podcasterei machen kann als wirklich bezahlten journalistischen Job. Und da bin ich euch wahnsinnig dankbar dafür. Das wollte ich auch nochmal sagen. Hätte man am Anfang auch nochmal sagen können. Aber das kann ich auch nicht oft genug sagen. Auch sage ich auch allen, die immer zur Lage live kommen. Ich bin da extrem dankbar und empfinde das als ein Riesengeschenk, ein Riesenglück, dass es uns hier dank eurer Unterstützung, dank eurer Abos, dank der ganzen Spenden möglich ist, die Lage als journalistisches, bezahltes Projekt zu betreiben. Ja, und auch ehrlich Zeit zu investieren. Ne? Philipp, du tust es ja noch viel mehr als ich. Ich habe ja einen Beruf, der das nur in ganz engen Grenzen zulässt, hier journalistisch mitzuarbeiten. Aber Philipp, du investierst ja wirklich viel Zeit. Ja, so die O-Töne und sowas. Ne? Da sitzt man dann auch so einen Tag und recherchiert. Ja, und Recherchen und Leute anrufen und so. Das muss man immer wieder dazu sagen. Philipp übernimmt da einfach sehr, sehr viel Arbeit im Hintergrund. Und das ist nur möglich, weil er eben selbstständig ist, weil ihr das finanziert. Vielen Dank dafür. Und mit diesen Worten wünschen wir euch ein schönes Wochenende, eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche. So soll es sein. Bis dann. Ciao.